you know, the reason why we're underground is that we believe that we have to overthrow U.S. imperialism. We want to make a revolution. We think there has to be a revolution. Erklärungen der US-amerikanischen Stadtguerilla Weather Underground zu hören im Band 6 der Bibliothek des Widerstands. Der Film ist eine ausführliche Analyse der Geschichte des Weather Underground und seiner Beziehungen zu anderen bewaffneten Bewegungen. Seit März 2010 erscheint die Reihe Bibliothek des Widerstands im Hamburger Leica Verlag. Mitbegründer Karl-Heinz Delvo gegenüber Radio Dreieckland. Unsere Reihe basiert ja darauf, dass wir jeweils ein Buch machen zu einem Thema. Und in diesem Buch sind auf der Innenrückseite einer, zwei, manchmal auch drei Filme auf einer DVD beigelegt. Die Publikationen sollen das Emanzipatorische von Geschichte sichtbar machen. Den Keim des Neuen, die Möglichkeiten der Veränderung, manchmal den Keim zur Umwälzung. Zu sehen sind Kämpfe für soziale Veränderung weltweit. Von der Mitte der 1960er Jahre bis heute. Doch weshalb genau ab da? Weil wir sagen, da hat eine neue internationale Geschichte angefangen. Die Protestbewegungen in den Metropolen waren international ausgerichtet. Die Befreiungskämpfe in den Ländern der Dritten Welt haben alle nicht nur eine antiimperialistische Rhetorik gehabt, sondern hatten auch das Bewusstsein, dass sie gesagt haben, auf lokaler Ebene können wir gar nicht gewinnen, sondern wir brauchen einen großen internationalen Rahmen, um zu einer anderen Weltordnung, zu einem anderen Weltverhältnis zu kommen. Band 1 der Reihe spielt am 2. Juni 1967. Die Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg in West-Berlin. Die in panischer Flucht übereinander stürzenden Menschen werden traktiert. Ein Stoßtrupp dringt bis zum Bauzaun vor und trennt die überraschten Demonstranten in zwei Hälften. Aus der Front der Demonstranten werden einzelne und kleinere Gruppen zur Behandlung ausgesondert. Benno Ohnesorg wird auf aussichtsloser Flucht gestellt, zugleich von Uniformierten geknüppelt und von einem zivilen Beamten erschossen. Um 20.30 Uhr zielt der Kriminalbeamte Karl-Heinz Kurras, Abteilung 1 Staatsschutz, aus weniger als einem Meter Entfernung auf den Hinterkopf des 27-jährigen Studenten Benno Ohnesorg. Die Kugel tötet Benno Ohnesorg. Sie trifft gleichzeitig in die Köpfe der gesamten außerparlamentarischen Opposition, sagen die Herausgeber Willi Beer und Karl-Heinz Delvo. Und dann sieht man, wie der Studenten der damaligen Berliner Filmhochschule auf einmal das Medium entdeckt haben und versucht haben, für die Revolte auch nutzbar zu machen. Und dann sind Wackelbilder drin, da sind manchmal ist der Ton weg. Das gibt dem aber auch nochmal so eine sehr große Authentizität, sowohl im Bereich des neuen entstehenden Films, aber auch im Bereich dessen, dass tatsächlich auch so die Stimmung der damaligen Zeit in diesen Filmen, wie ich finde, oftmals sehr gut eingefangen und wiedergegeben ist. Die Filme wurden für die Reihe zum Teil aufwendig restauriert. Andere Filme sind gut gemachte Dokumentationen von heute. Und auch die Bücher sind aus heutiger Sicht geschrieben, keine dröge Sammlung theorielastiger Texte von anno dazumal. Texte und Filme erzählen von den Kämpfen, aber auch von Niederlagen und von Rückschlägen. Und sie zeigen, wie Kämpfe um die soziale Befreiung der Menschen immer wieder neu entstehen. Das sagt Verleger Karl-Heinz Delvo, selbst Akteur linker Geschichte. Er war Mitglied der Rote Armee-Fraktion. Wir versuchen, einen Blick von heute aus zu entwickeln, der ja die Chance hat, da auch eine Kritik dran zu entwickeln, an diesen Kämpfen. Uns geht es ja nicht darum, dass wir sagen, es gab mal damals eine tolle und eine gute Zeit und so weiter und da wollen wir hin zurück. Die Kämpfer sind ja auch verloren, oder sie haben verloren, sondern es geht ja darum, dass wir sagen, es gab damals einen Aufbruch und es gab etwas Gegenkulturelles, es gab etwas Gegenpolitisches zu der herrschenden Wirklichkeit. Und das wollen wir verfügbar machen als Erfahrung. Und da ist das Sinnliche ist immer noch mal etwas anderes, als wenn man das jetzt nur über irgendwelche Analysen liest, wie es in der Regel in Büchern enthalten ist. Und wir versuchen das produktiv aufzubauen.
eingefangen, was damals noch in der Revolte war. Auch höchst aktuelle Kämpfe finden Eingang in die Film- und Buchreihe. So die Revolte in Griechenland, die tödlichen Schüsse eines griechischen Polizisten auf den 15-jährigen Schüler Alexandros Grigoropoulos. In dem Film Schrei im Dezember dokumentiert Kostas Kolymenos die Hintergründe und den Verlauf der militanten Protestaktionen nach den Todesschüssen. Rund 100 Leica Media Books, eine Kombination aus Dokumentarfilm und Buch, soll die Reihe einmal umfassen. Einige der bisher erschienenen Bände widmen sich Argentinien und dem Widerstand gegen die Militärdiktatur. Todesursache Schweigen ist ein Film über den ermordeten Klaus Zieschank. Und Dass du zwei Tage schweigst unter der Folter widmet sich dem Schicksal der ermordeten Elisabeth Käsemann. Wir haben heute unsere Tochter Elisabeth auf dem Lustenauer Friedhof bestattet. Am 11. Mai 1947 geboren, am 24. Mai 1977 von Organen der Militärdiktatur in Buenos Aires ermordet, gab sie ihr Leben für Freiheit und mehr Gerechtigkeit in einem von ihr geliebten Lande. Denen, die unserer Tochter und unseres Leides gedenken, danken wir von Herzen. Margret und Ernst Käsemann, Tübingen, 16. Juni 1977. Beide sind wochenlang in Militärhaft gewesen und sind gefoltert worden, bevor sie umgebracht worden sind. Und über die Haft von beiden war die deutsche Bundesregierung unter Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher sehr wohl informiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben nichts gemacht. Das muss man einfach so sagen. Es gibt zwei oder drei kleine Alibi-Aktionen, die sie gemacht haben, aber in Wirklichkeit haben sie nichts gemacht. Vorwürfe, die auch in den Filmen erhoben und nachgewiesen werden. Während andere westliche Länder ihre verhafteten Bürger durch politischen Druck frei bekommen, erlangt die Bundesregierung nicht einmal die persönliche Habe Elisabeths wieder. Sie konnte auch nie das Schicksal weiterer 72 verschwundener Deutscher klären. Aber gute Geschäfte wurden mit der Diktatur gemacht. Ein Atomkraftwerk, U-Boote und Leopard-2-Panzer wurden geliefert. Besonders bedeutsam sind diese Ereignisse für Delvaux auch vor dem Hintergrund der jüngsten Enthüllungen über die Nazi-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes. Geschichtsaufklärung kann in der Bundesrepublik dann gemacht werden, wenn es definitiv nichts mehr kostet. Wenn die Täter tot sind, dann kommt irgendjemand an und sagt, jetzt können wir darüber berichten. Dann ist es folgenlos, nicht? Dann ist es nur noch Vergangenheit. Und deswegen war mir unser Buch Band 8 der Bibliothek des Widerstands so wichtig, weil ich einfach sage, an dieser Ermordung waren auch nicht nur im moralischen, sondern auch im verschleiernden Sinn ist die deutsche Bundesregierung, ist Herr Genscher, ist der Donani, ist der Karl Mörsch beteiligt gewesen. Und das sind Leute, da leben die Täter einfach noch. Soeben erschienen ist Band 11 der Bibliothek des Widerstands. Mir, die revolutionäre linke Chiles, heißt er. Und er reflektiert die Geschichte und die politische Bedeutung der Bewegung der revolutionären Linken der Mir. Diese Organisation wurde 1965 gegründet und war innerhalb weniger Monaten die bestimmende linksradikale Organisation des Landes. In der Bibliothek des Widerstands versammelt der Leica Verlag wichtige Filme und Bücher zu linker Geschichte. Und längst nicht nur, um nostalgisch zurückzublicken, sondern durchaus, um für heutige und kommende Revolten zu